Ich bin Natururin. Mich kann man unter dem Namen Natururin auf YouTube finden und ich bin der wahrscheinlich bekloppteste Outdoor-YouTuber von ganz YouTube Deutschland. Und darauf, dass ich mich für 7 Vs Wild Staffel 2 bewerben tue, werde ich jetzt mit Ihnen hier zum nächsten Fluss hinlaufen, um dort zu pennen und zu kochen und am nächsten Tag Blubberblasen zu machen. Leute, ich bin seit über 4 Jahren auf YouTube dabei und ich habe vor kurzem mein 3000 Abonnenten-Special gemacht. Und ich habe da in diesem Video auf die 30 größten deutschsprachigen Outdoor-YouTuber, die ich gefunden habe, jeweils grüßend einen Bierpower gemacht. Und obwohl ich alle 30 YouTuber markiert habe, hat kein einziger darauf reagiert. Und darauf, dass kein einziger darauf reagiert hat, werde ich darauf erstmal ein Bier trinken. Gibrost! Bierpower! Das hier, das ist eine Autobahnbrücke. Und für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, unter dieser Brücke habe ich schon mal 2 Mal gepennt. Und ich werde euch kurz die Geräuschkulisse zeigen. Genauso hat sich das die gesamte Nacht lang angehört. Und da habe ich 2 Mal drunter gepennt. Und ich habe danach nichts mehr gehört, nachdem ich aufgestanden bin. Cool, oder? Unter sowas penne ich. So, diese Stelle, wo ich pennen wollte, die war besetzt gewesen und deswegen bin ich 1 bis 2 Kilometer weitergelaufen, um diesen Baum hier zu treffen. Das ist mein neuer Pennplatz für heute und kein anderer. Mein Schlafplatz ist einsatzbereit und das wird meine allererste Nacht in diesem Tarp sein. Das ist ein neuer Tarp. Gut, ich habe schon ganz viele Nächte in meinem alten Tarp gepennt, aber weil mein alter Tarp wegen diesen Grabkerzen. Diese Grabkerzen, die haben ein Loch gebrannt, als ich geschlafen habe. Das war ungefähr genau hier gewesen. Da war die Grabkerze hier und das hat hier den Loch gebrannt. Und als bei meinem alten Tarp hier so ein Brandloch drin war, dann hat das beim Starkregen immer gegen meinen Kopf gespritzt. Das war richtig belästigend. Das war Survival. Aber ich habe natürlich nicht daraus gelernt. Und zwar die hier, die werden angemacht. Extra damit für einen Fall, falls da drüben irgendwelche Buschfrauen aus dem Busch hier rauslaufen, dass ich denen romantisches Licht bieten kann. So, langsam ist dunkler geworden. Ich habe hier so ein bisschen romantisches Licht gemacht. Hier vorne sind überall Mücken. Die nerven mich die ganze Nacht. Die werden mich so richtig nerven, diese ganzen Mücken hier. Die sind richtig widerlich. Die werden mich zerstechen. Die sind richtig beschissen. Die müssen weg. Ich werde gleich Koffein herstellen. Mein Koffein ist fertig. Meine Koffeinherstellung ist genauso fertig wie mein Kopf. Das wird jetzt gesoffen. Koffein, möchte gern Kuhäuterinhalt und möchte gern Diabetes. Umrühren, abgeschlossen. Ich bin Natururin, ich bin 30 Jahre alt und ich habe bestimmt schon über 100 Mal draußen gepennt. Und ich fühle mich draußen mehr zu Hause, als wenn ich zu Hause bin. Weil da, wo ich gerade wohne, fühle ich mich weniger zu Hause, als wenn ich draußen bin. Ich bin in der Lüneburger Heide beheimatet und bin nach Bremen gezogen, weil ich hier meine Ausbildung hatte. Und deswegen penne ich lieber draußen als zu Hause. Und ich bin ein richtiger Überallpenner. Egal ob im Wald oder am Fluss oder im Lost Place oder auf einem Berg oder in der Sparkasse. Ich penne überall. Ich war nur noch nie in Tropien gewesen. Da muss ich auch mal pennen. Das ist ganz wichtig. Deswegen bewerbe ich mich für 7 Vs Wild Staffel 2. Ich muss da pennen. Das ist ganz wichtig. Diese Viecher hier, die haben mich die ganze Nacht hier richtig belästigt. Ich werde jetzt erstmal ein Festmahl zubereiten. Die Nudeln sind fertig. Guckt euch mal diese ganzen Ameisen hier vorne an. Die werden alle mitgefressen. Das schmeckt richtig geil. Der Fluss ist richtig geil. Und wisst ihr, was das Geilste ist? Ich kann das hier machen.
Ich kann euch das nur empfehlen. Wenn so ein Wetter wie heute da ist, dann müsst ihr unbedingt schwimmen gehen. In irgendeinem dreckigen Fluss. Ich habe gerade mein Fummel ausgezogen, weil ich erstens einen Sexkörper habe und weil ich das liebe, wenn er D3 vernünftig scheppert. Geprost. Das ist gekühltes Bier von meiner Kühltasche. Ich war noch nie in den Tropen gewesen, aber ich bin so ein richtiger Sommermensch und ich liebe Rekordhitzen. Und Leute, ich hatte nicht immer so einen Sexkörper gehabt. Den habe ich mir aufgebaut und zwar, ich habe 3 Jahre lang, bevor der erste Lockdown kam und mich das alles aus dem Takt gebracht hat, da habe ich richtig durchgezogen. Da war ich jeden zweiten Tag im Fitnessstudio und habe im Vierersplit trainiert. Aber so richtig, ich hab die Muskulatur so richtig zerfetzt. Ich habe 20 Kilogramm Muskulatur dazu gewonnen in diesen 3 Jahren. Ich esse gerne Gänseblümchen, natürliches Antidepressivum, Knospen und Bäume. Weil ich jeden Tag Leitungswasser trinke, passiert gar nichts, wenn ich aus Flüssen oder Felsen trinke. Oder aus dem Teich oder so etwas. Mein Magen ist richtig abgehärtet für sowas. Und Leute, ich habe schon ganz viele Abenteuer gemacht. Wie zum Beispiel in 5 Tagen mit 30 Kilogramm Startgewicht die Alpen, eine Alpenwanderung. Wir sind da zur Zugspitze hochgelaufen, also dieser höchste Berg von Deutschland. Und das haben wir nur aus diesem Grund gemacht, damit wir oben auf dem Gipfel Bier trinken konnten. Oder ich war vor kurzem in der Sächsischen Schweiz gewesen und wir haben da einen Klettersteig bestiegen. Mit 24 Bierdosen. Die haben wir alle ausgetrunken und mitgeschleppt. Und den Pfand haben wir auch zurückgeschleppt. Und genau, extra damit wir auf dem Berg ganz viel Bier trinken konnten. Ich bin schon mal bei Rekordhitze über 100 Kilometer von der Nordsee zurück nach Bremen gelaufen. Dann bin ich den Heidstuckenweg gelaufen und weil ich mich sehr oft verlaufen habe und wir viele Umwege gemacht haben, waren das insgesamt 289 Kilometer gewesen. Ich habe auch schon ein paar Mal in Bushaltestellen gepennt. Dann war ich einige Male auch im Harz gewesen, im Dahner Felsenland, wie gesagt auch in der Sächsischen Schweiz, 2 Mal auf den Alpen, im Teutoburger Wald und ansonsten dutzende Waldwanderungen in Bremen und Niedersachsen und diesen Umkreis so. Und ich habe ein paar Challenges gemacht, wie zum Beispiel, wie viele Kilometer schaffe ich in 24 Stunden zu Fuß. Und die 1000 Liegestütze in einer Stunde Challenge von Sascha Huber habe ich auch gemacht. Achso, ich laufe das ganze Jahr über in kurze Hose rum, egal ob bei 40 Grad im Schatten oder bei minus 20 Grad ohne Schatten. Und diese Challenges, die ich gerade genannt habe, die sind nicht ansatzweise so krass wie die größte Challenge, die ich jemals besiegt habe. Und zwar vor 8 Jahren habe ich einen giftigen Pilz gefressen. Das hat dazu geführt, dass ich in einer Knetmassen-Comic-Welt drin war. Und ich bin am nächsten Tag nicht rausgekommen. Es hat insgesamt ganze 4 Jahre gedauert, bis ich da komplett rauskam. Und das war die größte Herausforderung meines Lebens gewesen. Und es war richtig schlimm gewesen, wie die ganzen Gesichter hier verformt haben. Und wie ich hier ganz viele Insekten gesehen habe, die ja über meine Haut gekrabbelt sind. Und sich das genauso angefühlt hat. Wie dieser ganze Moos gewachsen ist auf dem Boden. Und gerade Kanten, die waren so richtig wellenförmig gewesen. Das war richtig schlimm. Aber genau, 4 Jahre hat das gedauert, bis ich den letzten Rest vom Gehirn rausgemacht habe. Das heißt, ich kann jetzt seit 4 Jahren wieder gerade gucken. Aber wer diese Herausforderung besiegt hat, alleine aus eigener Kraft, der ist komplett Komfortzone erweitert und den juckt keine andere Herausforderung. Das heißt, ich liebe Herausforderungen. Die sind richtig geil. Aber keine Herausforderung ist nicht ansatzweise so krass wie meine Vergangenheit. Und deswegen bin ich der richtige Kandidat für 7 Faust Wald Staffel 2.